So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe auf diesem Kanal. Da Minecraft so gut angekommen ist, dachte ich mir, ich versuche ein anderes Survival-Spiel mit etwas naturalistischer Grafik. Ich will nicht sagen besserer Grafik, und das ist 7 Days to Die. Das Spiel nach der Zombie-Apokalypse. Wir sind hier und müssen versuchen zu überleben, indem wir den Müll einer vergangenen Zivilisation durchwühlen. Zum Beispiel Steine aufsammeln oder hier gucken, ob hier irgendwas Nützliches ist. Blei. Take all ist X. Okay. Loot all ist... das sieht ja auch schick aus hier. Gucken, wenn wir hier Knochen rauskriegen, können wir uns daraus ein Messer machen. Das ist erstmal eine gar nicht schlechte Waffe. Aus diesem toten Tier. Ja, da haben wir einen Knochen. Gut. Dann schauen wir mal in unser... nee, hier nicht. Wo kann man... Da kann man. Gut. So, wollen wir mal gucken. Waffen. Zack. Bone Knife. Fehlt mir... das ist, ach, ich brauche 5. Ich brauche 5 von den Knochen. Okay. Gut. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben hier oben rechts, neben dem Logo, seht ihr, sind so Questen. Und da heißt, wir sollen Pflanzenfasern sammeln für eine Bettrolle. Also für einen Schlafsack quasi. L3. Ist das L3? Ja. Ja, das war L3, gut. Gut, dann hauen wir mal hier auf die Pflanzen ein. Können ruhig ein paar mehr. Hier auf die trockenen Büsche einhaut, dann bekommt man Holz, auch nicht schlecht, weil mit Händen alleine einen Baum fällen, das mag in Minecraft noch relativ praktikabel sein, hier ist es das nicht. So, okay, da hinten ist dieses eine Lager, interessant. Kann ich hier Steine raus mit bloßen Fäusten? Nee. Okay, dann wollen wir mal unsere Bettrolle machen hier. Da ist das gelbe Ausrufezeichen. Das bedeutet, das ist unsere Objektive hier. So. So. Da können wir die hinlegen. Macht wenig Sinn, aber machen wir mal. Müssen wir nur wissen. So, okay. Das haben wir gemacht. Jetzt sollen wir eine Steinaxt machen. Steine und das andere Zeug haben wir eingesammelt, glaube ich. Ja. So, das ist unser Hauptwerkzeug jetzt erstmal hier am Anfang. Craft Fiber Clothing, also Kleidung sollen wir uns machen aus
aus Fäber. Momentan sehen wir noch keine Zombies, das ist gut. Können ja schon mal ein bisschen Holz fördern. So, und dann wird eine Hose gemacht und ein primitives Hemd. Oh, jetzt haben wir aus Versehen Bogen gemacht. Naja, macht nichts. So, und dann können wir das anziehen. Zack, das sind wir. Mit Sixpack, wie sich das gehört. Zack. Und da haben wir schon Kleidung quasi. Interessant. Ja. So, jetzt noch ein Wooden Club machen. Das ist eine Keule. Erstmal sammeln wir hier die Federn ein. So, eine Keule. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Das ist Craft. So, jetzt haben wir wenigstens eine Waffe. Bis wir das Messer kriegen, muss das erstmal reichen. Jetzt Bogen und Pfeile brauchen wir. Wir brauchen kleine Steine dazu. Die liegen hier markiert zum Glück. Wo? Da. Naja, was wir auch machen können, jetzt wo wir die Steinaxt haben. Wir können hier Steine fördern, indem wir sie aus dem großen Stein raushauen. Das ist auch was, was in der Realität wahrscheinlich so nicht funktionieren würde. Aber hier in dem Spiel geht das. Ich glaube fast, der Hintergrundton ist hier wieder zu leise. Ich muss hier mal reingehen in den Options und den hochstellen. Weil ich sehe gar. Ja, Overall Sound. So. Ambient. Die Ingame-Musik können wir ruhig ein bisschen leise lassen wegen Urheberrecht. So. Hört man jetzt was? Nee, hat das wieder leise. Ach so, man muss Apply machen. Okay. Meine Güte. Immer diese Sachen mit dem Ton dann immer. Ja, jetzt geht's gut. Okay. So, dann wollen wir mal noch mal einen Bogen machen. Den ersten Bogen erkennt er nicht an hier. Und vier Pfeile. Dann können wir den gleich scrappen hier. So, dann brauchen wir einen Frame Shape. Den sollen wir placen und dann sollen wir den upgraden. Dann haben wir hier eine neue. Damit können wir dann unser Haus bauen nachher. Okay. Bauen wir das mal. So, Frame Shape. Und den jetzt upgraden. Dazu brauchen wir die Axt. Oh ne, das war verkehrt. So rum. Und so mal ein Campfire machen.
Oh ja, was auch ist, man muss die Sachen ab und zu mal reparieren, weil die verbrauchen sich. Left-click to inspect an item. Okay. Ach so, ich bin im. Ich möchte bitte das reparieren. Wie mache ich das denn? Da oben in dem Menü. Das sind unsere. Ah, muss ich doch die Maus nehmen, scheinbar. Ja, Repair. So, okay, keine Ahnung. Left-click to inspect an item. Da. Also irgendwie müssen wir die aussuchen können. Hier ohne Maus auch. Mal gucken. Also der hier. Der war das nicht. Der geht dann ins zugehörige Menü. Dann doch, die gehen jetzt. Das ist verkehrt. Naja. Was soll's? Machen wir den erstmal weg hier. So. Und dann können wir mal versuchen, hier die eine oder andere Materialie da hinten in dem. In dem Dorf hier zu finden oder in diesem Campment. Wenn man auf den Müll läuft, dann. Guck mal, hier ist zum Beispiel. Hier ist zum Beispiel ein Zombie, der schläft noch, der ist inaktiv. So, um den, da ist noch einer, okay. Und jetzt haben wir keine Pfeile mehr. Okay. Okay. Ja, damit haben wir das ganze schöne Zelt kaputt gemacht, leider. Und dafür haben wir Stiefel jetzt. Warte mal. Stiefel, Stiefel, Stiefel. Stiefel, sehr gut. Wow, wie schick. Schick, schick. Okay. Ein Axtmod, Woodsplitter-Mod, das können wir einbauen tatsächlich. Eine Taschenlampe und noch eine. So, wollen wir gucken, ob wir das Axtmod einbauen können hier. Hier war das, ja. Oh, mein Arm ist gebrochen, na toll. Axtmod. Inspect ist hier. Okay, da. Genau. Modify.
Jetzt können wir das nehmen und hier reintun. Zack. Und complete sagen. Weißt du was? Damit wir dann hier gleich, wenn wir, falls wir sterben, weil unser Arm ist schon gebrochen, platzieren wir unseren Schlafsack hier hin, weil da, wo der Schlafsack ist, da taucht man dann wieder auf. So, da ist eine Dame. Sehr gut. Dahinter wird auch noch jemand sein. Ah, toll. Und hier unten. Unter der Matratze noch ein Sportbeutel mit... mit Zeug drin. Okay. Das ist hier alles nicht so spannend. Hier oben, vielleicht ist da noch was. Oh ja, da ist ein Zombie, aber da sind zwei Kisten, wahrscheinlich mit tollem Kram drin. Gehen wir mal hier rüber. Okay. Hilfe! Oh. Okay, ich bin mit dem Zombie-Virus angesteckt. Das ist dieses Biohazard-Zeichen da. Das heißt, wenn ich keine Antibiotika bekomme, dann werde ich mich in einen Zombie verwandeln und sterben. Das ist aber alles hier kein besonders großes Problem, weil wenn man stirbt, taucht man einfach mit einem Level Malus da wieder auf, wo man seinen Schlafsack hingetan hat. Okay, also den haben wir relativ schnell tot gekriegt. Das ist doch schön. Gucken wir mal hier in diese Kiste. Was da drin ist. Ein Knochenmesser, sehr schön. Das nehmen wir natürlich sofort. Und Munition. Und hier drin, den müssen wir erst aufmachen. Repair Kit, sehr gut. Und Oil Shale, okay. Aber ist die Frage, ob wir hier tatsächlich bleiben wollen? Ich würde mal sagen, so toll ist das Lager hier nicht, wenn die Wände schon dabei kaputt gehen, wenn man versucht, sich zu verteidigen. Das können wir nicht mitnehmen hier, wa? Nee. Oh, da ist noch ein Zombie. Okay. Wollen wir mal gucken, was wir uns... Oh, überall Zombies. Oh. Oh, wow. Okay, gucken wir mal, dass wir... Da hinten sieht es aus, als ob wir da so ein bisschen Gebäude oder sowas haben. Oder? Oder da fängt Wüste an. Das kann auch sein. Wir brauchen aber irgendwie ganz dringend Antibiotika und vielleicht eine Armschiene oder sowas. Oh, warte, warte, warte. Messer haben wir ja.
So, das reparieren wir. Der kommt hinterher, der hat mich noch nicht gesehen, glaube ich sogar. Hilfe! Okay. Hilfe! Okay, ja, da hinten ist Wüste. Das bringt uns nicht weiter. Wir brauchen ein Haus. Der kommt in unsere Richtung. Da läuft einer. Da hinten läuft auch einer. Okay. Gehen wir mal nach Norden hier. Das ist nicht Norden, das ist Westen. Aber da im Westen haben wir Schneeklima scheinbar, ganz hinten. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ein Haus finden. Jetzt, wo wir den Schlafsack eingesammelt haben, wenn wir jetzt sterben, dann landen wir irgendwo auf der Karte. Also momentan, da wir die eine Lokalität, die wir gefunden haben, geplündert haben, dieses komische Zeltlager. Oh, da ist wieder ein Zombie. Macht mir das nichts. Vorschlaghammer, sehr gut. Oh, ist noch wieder so ein Troller. Okay. Oh, da hinten, da kommen wir her, oder? Das ist wieder das Zeltlager, oder? Ja, sehr gut. Da sind wir wunderbar weit gelaufen hier. Das ist ja prima. Ja, da waren wir schon. Toll. Gehen wir hier mal nach Westen. Westen ist ein gute Richtung. Ja, und bei den verschiedenen Verletzungen, die man hat, steht dann auch immer, dass wie lange das dauert. So zum Beispiel. 1 Stunde 50 Minuten dauert mein Armbruch. Oh, da, okay. Ich glaube, vielleicht brauchen wir hier doch mit der Keule. Ja, siehst du, einmal Keule ist besser als fünfmal Messer. So, wir wollten nach Westen, ne? Westen wollten wir. Hier, vielleicht kriegen wir neue Pfeile hier. Oh, ein Springzombie-Sippe. Okay. Keine Ausdauer mehr, verdammt.
Gucken wir mal, ob wir uns eine Armschiene oder sowas basteln können hier. Ducktape brauchen wir dazu. Haben wir nicht. Dann bräuchten wir... Bräuchten wir Leim zu, den wir nicht haben. Mit Leim und Stoff kann man Ducktape machen. So, das... Können wir scrappen, dann nimmt es weniger Platz weg. Machen wir daraus die Ursprungs... So. Noch ein Zombie, der kommt direkt auf uns zu, hat uns aber nicht gesehen. Kein einziges Haus, normalerweise sind hier Häuser, irgendwo zumindest. Noch nichts gesehen hier. Okay. Oh, wow, ein Puma. Nein, danke. Das wird nichts mehr mit dem Puma. Beziehungsweise noch nicht, nichts mehr. Beziehungsweise schon nichts mehr, weil ich bin momentan körperlich so angeschlagen, dass der Puma ein leichtes Fressen hätte hier. Na gut, dann machen wir mal, wie das in der Dings steht, machen wir uns mal in so einem Campfire-Dingsy. So, und jetzt Locate Trader. Jetzt brauchen wir nur in diese Richtung gehen, da wird uns der Trader angezeigt. 780 Meter. Und wir haben neue Skill Points. Okay, gucken wir mal, was wir hier verteilen können. Ich mache immer gerne hier... dies hier, hier haben wir die Guns, hier haben wir die Bögen und hier haben wir Messer. Das ist immer gar nicht schlecht. Ja, da kann man 3 blutende Wunden verursachen. Das machen wir einfach mal. Oh, warte, wir haben 3 Skill Points. Mal gucken, Agility. Drei brauchen wir, oder was? Was brauchen wir? Agility 3, okay. Das müssen wir hier noch ein. So, jetzt könnten wir schon ein besseres Messer machen, als wir haben, wenn wir die Knochen hätten. Waren das alle? Hier hatte ich nicht noch einen Punkt. Ne, das waren alle. Gut.
Rom. Oh, hier unten. Okay. Geht doch. Noch ein Zombie. Okay. Okay, damit bin ich gestorben. Und dann würde ich sagen, das ist ein prima Zeitpunkt, um dann beim nächsten Mal weiterzumachen. Vielleicht erreichen wir beim nächsten Mal den Händler. Bis dann.